Wie kann ich möglichst günstig 500 PS fahren? Was soll's sein? Sportlich natürlich. Okay, also kein Cayenne Turbo, ML63 AMG oder Q7 V12 TDI. Die sind schon cool, aber SUV fühle ich nicht. Der BMW M6, brachialer Sound aus einem 5 Liter V10 Saugmotor mit 507 PS. Startet schon ab unter 20.000, aber der Motor hat manchmal so seine Macht. Das ist schon mal eine Ansage. Ebenso 5 Liter Hubraum, aber aus einem V8 Kompressor mit 510 PS. Der Jaguar XJ, der ist auf unseren Straßen auch eher selten zu sehen. Stimmt. Und Mercedes gibt's natürlich auch. E oder CLS 63 AMG oder der S600 mit einem V12. Was ist denn am billigsten? Billig sind 500 PS nie. Denk an den Unterhalt. Und jetzt nur von der Anschaffung her? Mercedes S-Klasse W220 aus 2004 gibt's als 55 AMG oder S600 für unter 13.000 Euro. Ja, da würde ich sagen, jo, haben beide auch genau 500 PS. Danke für die Tipps. Ich folge dir erstmal.